Niemand. Einfach keiner. Will da einfach weg. Lass mich raus, lass mich raus. Raus. Also die leicht verstreut, oh. Na, warte wieder auf hier. Ob Nero wo im Dunkeln leuchtet? Ich will einfach nur raus. So, alle sind nach 5 Minuten durch. Ist je nach einer Stunde immer noch. Ach ja. So, danach darf ich dann endlich weitermachen mit der Hauptquest. Das ist super. Das ist toll. Ich will einfach nur noch das Ding zu Ende bringen. Meint ihr, wir schaffen das so bis 22, 23 Uhr? Also nach Heavensward zu kommen. Bin mir da noch nicht ganz so sicher. Der wirkt dann auch leicht verstreut. Ich hoffe nicht. Also, die stehen da so locker.
Manox, vielen lieben Dank für deinen Prime-Sub. Vielen, vielen lieben Dank. Damit bin ich der Letzte im Bunde. Oh, vielen lieben Dank. So, und er kann nicht mehr. Er bleibt wieder Welt zurück. Sieht, ihr Narren. Der Ausgang ist so nah, jetzt komm doch endlich. Ich meine, für gewöhnlich sagt man immer, geh nicht ins Licht. Bist du sicher? Was zu tun. Ich finde das ein bisschen Ähnlichkeit mit Bosch aus Teil 12. Ja. Okay, nee, doch nicht. Ja. Oh, das ist wieder nicht. Ich will raus. Ich will raus. Weitermachen. Ich darf nicht gehen. Ah, Scheiße. Das Problem ist, ich würde es ja wenigstens genießen, wenn ich nicht so kurz vor Heavensward wäre. Beziehungsweise, was heißt kurz? Krass sagen. Pause machen dürfen wir aber noch, oder? Weißt du, sie wollen uns eigentlich immer alle nur weiterschicken. Geht dahin, dann geht dahin, dann geht dahin. Urlaub, Wochenende. Die Zeit. Jetzt mal, wenn sie was von Pause sagen. Oh, warte, kannst du noch mal? Kommt sowieso immer was dazwischen. Dass man hier keinen Urlaub buchen kann. Die Rechnung möchte ich nicht kriegen. Darf ich jetzt? Ja? Bitte? Oh Gott sei Dank. Nie wieder. Nie. Ich wiederhole. Nie wieder. Nie. Nee, da kriege ich keine 10 Pferde so schnell mehr rein. Never. Never ever. Arrivederci. Au revoir. Da.
So, Steinchen. Ja, abschießen. So. Weg hier. Ich will nachher so. Jetzt. Oh Gott. Und wehe, mir kommt da jetzt so irgendwas dazwischen. Irgendwas. Dann schrei ich. Also. Rein da. Nicht mehr. Weißt du, man ist echt so heiß drauf, ins erste Addon zu kommen. Und wer? Ja. Hätte doch das andere Ding abgeschlossen. Okay. Es ist noch nicht ganz abgeschlossen. Gut. Okay. Dann nicht. Dann nicht. Machen wir halt weiter. Ich glaube, das wird heute nichts. Das wird nichts. Ach, die auch noch. Oh Gott. Okay. Lass mich raus. Hier, mach die Ladezeit weg. Komm. Aber dafür muss ich dann nicht auch wieder irgendwo reinlaufen, oder? Ich muss dann nicht nochmal rein, oder? Oder? Hey, gib mir mal ein Pferd. Ich muss da nicht nochmal rein. Okay. Hoffen wir mal. Wenn nicht, hol mir den nächsten Baum. Okay, klicken wir uns nochmal durch. Ich ahne Fürchterliches. Ich ahne wirklich Fürchterliches. Ich ahne ganz, ganz Furchtbares. Und ich muss da wieder hin. Ich hab doch gesagt, ich ahne was Fürchterliches. Ich hab's gesagt. Das endet nicht gut. Das endet nicht gut. Das Spiel will mich mobben. Nein! Ist, oh, okay. Gut, nehmen wir halt die fette Katze. Ist auch okay. Fette Katze ist genauso schnell. Wer?
Leicht erschreckt, ey. Boah. Also wenn du willst, dass ich einen Herzinfarkt erleide. So schaffst du es. Puh. Das kann ich gut, ja. Ich merke das schon. Oh Gott. Ich meine nicht, aber es kommen andere Final Fantasy Spieluniversen da quasi mit rein. Glaube ich. Wenn man das so beschreiben kann. Der Kristallturm zum Beispiel ist aus Teil 3. Das Endgebiet, meine ich. In FF3. Genauso wie die Namen, die hier. Uga, Unai und so weiter. Auch aus FF3. Ansonsten wüsste ich, glaube ich, nicht, dass da irgendwie größere Zusammenhänge bestehen. Ansonsten, Theranox und die anderen, die wüssten das besser. Können das eher erklären als ich. Ich bin froh, wenn ich einige Zusammenhänge verstehe. Aber wie gesagt, dieser Kristallturm ist auf jeden Fall aus Teil 3. Das ist auch die Musik. Theme draus. Und einige Charaktere, die allerdings anders aussehen als im Teil. Ja, schlaf du mal. Aber braucht er nicht sowas wie Essen, Trinken oder sowas? Irgend sowas in der Art? Oh Gott, das scheint mir lange zu holen. Na, das ist schon traurig. Ich mochte ihn. Der war cool. Oh, und dieses Team dazu auch noch. Oh, wir legen ebenfalls einen epischen Abgang hin. Final Fantasy 3 in der Grafik. Wäre mega. Warum gibt's das nicht? Wobei jetzt, wo es mir einfällt, die vier Statuen gab es auch im dritten Teil. Da musste man auch dran vorbei. Da musste man vorher, glaube ich, die Kristalle für befreit haben. Sogar der Weg da rein ist fast identisch. Nur, dass man das damals mit dem Luftschiff, glaube ich, gemacht hat. Und nicht zu Fuß. Denke ich.
Aber jetzt. Hoffe ich. Wie gesagt, wie jetzt dieser Kristallturm. Der ist halt komplett aus Strahl. Was mir mal wieder Äonen Jahre später auffällt. Nein, lass mich. Wir wollen weiterkommen. Abgeschlossen. Okay. Jetzt darf ich, oder? Fliegt mein Pferdchen, fliegt. Und bei den großen Ereignissen. Oh Gott. Wie lange dauert es nochmal, bis wir zu der langen Sequenz kommen? Oder kommt die jetzt? Weil dann muss ich vorher nochmal aufs Klo. Wenn die 1-Stunden-Sequenz kommen sollte. Okay. Also kommt die Sequenz jetzt? Wie gesagt, dann gehe ich Pipi-Pause kurz. Das Spiel warnt dich vor. Ah, okay. Okay. Gott. Ich hab jetzt schon Schiss. Gleich setze ich vor mit dir dieser Sequenz. Nett vom Spiel. Mhm. Der Zeitpunkt ist denkbar ungünstig, aber ich muss leider aufbrechen. Jetzt beginnt für mich allerdings das Lesen wieder. Du weißt ja, dass die Siegesfeier, die in Ulda zur Feier der erfolgreichen Verteidigung Ishgards veranstaltet werden soll, immerhin war es die erste gemeinsame Schlacht seit Ishgard vor 15 Jahren die Eoseische Allianz verlassen hat. Dass wir die Gelegenheit nutzen, um die diplomatischen Beziehungen zu Ishgard wieder zu verbessern, verstehe ich ja. Vielleicht besteht sogar die Chance ihres Wiedereintritts in die Allianz. Unter den gegebenen Umständen... Ehrlich gesagt ist mir gerade gar nicht nach Feiern zumute. Wir haben noch so viele ungelöste Probleme. Die wilden Stämme rufen nach wie vor ihre prima Ehe. Die Galea bereiten ihren nächsten Schachzug vor, weil wir haben einen Brida verloren. Dann die verdächtigen Machenschaften bei den Kristallstreitern und nun der Mord an Wilred. Es mag ja sein, dass wir im Kampf gegen die Ascheans einen Schritt vorangekommen sind. Die Probleme werden trotzdem nicht weniger. Wenn doch nur endlich Frieden einkehren würde. Aber der Weg dorthin scheint mir so unendlich weit. Ach, am liebsten würde ich gar nicht auf die Feier gehen, aber es ist eine wichtige Staatsangelegenheit, bei der ich besser anwesend sein sollte. Schließlich hat unser Bund große Unterstützung von den Stadtstaaten erhalten. Ich will nicht undankbar scheinen.
Spiel ist langweilig, dann gibt's nichts mehr zu tun. Ist echt so. Seltsam, wenn ich dich anblicke, fasse ich gleich wieder Mut. Echt? Dann hat sie mir was voraus. Also gut, ich werde den Bund vertreten und versuchen, das Beste daraus zu machen. Die anderen Exegeten kommen direkt nach Ulda. Nur Tataru und Flamin konnte ich nicht erreichen. Obwohl die beiden nur stecken mögen. Ich werde ihnen am besten eine Nachricht hinterlassen. Wir sind auf einer langweiligen Feier. Kommt bloß nicht nach. Ich wäre ja dafür, dass das Spiel mal wieder selbst redet. Hey, auf dem Fest sollen sie den besten Wein Eoseas servieren. Du schaust rein wie 7 Tage Regenwetter. Was ist los? Während der Mord ist, verdammt, da haben wir ihnen diese verfluchte Hunde tatsächlich abserviert. Weißt du, ich habe inzwischen ein paar Nachforschungen angestellt. Und rate mal, woher die Gelder für die erste und die dritte kamen. Von einer gewissen Dodo-Handelsgesellschaft. Noch nie gehört, was? Und das ist auch kein Wunder. Sie existiert nur auf dem Papier. Eine geschickte aufgebaute Scheinfirma. Bei einem weiteren Konzern führen alle Fäden zur Palast-Investment-Gesellschaft. Richtig, geführt von niemand anders als Teleji Adeleji. Wie du weißt, gibt es eine Obergrenze für Spenden an den Bund der Morgenröte, den Einfluss einzelner Personen und Organisationen nicht überhand nehmen zu lassen. Um das zu umgehen, hat Teleji weitere Routen geschaffen, um die erste und die dritte großzügig zu unterstützen. Vered hat wohl auch davon Wind bekommen und musste sein Wissen mit dem Leben bezahlen. Dabei hat Teleji doch damit rechnen müssen, dass diese Transaktionen über kurz oder lang auffliegen. Wieso hat er es trotzdem getan? Irgendwas habe ich übersehen, aber ich komme schon noch drauf. Und ich sage dir, das wird diese Dreckskerl büßen. Und die Verräter in unseren Reihen werde ich restlos ausmerzen. Verlass dich drauf. Nett. Wirklich nett. Und pass auf dich auf. Du bist weithin bekannt. Das könnte auch jemand einem Dorn im Auge sein. Schließlich ist Ulda die Höhle des Löwen. Oh, es gibt bestimmt viele, die mich umbringen wollen. Oh, den einen oder anderen. Also. Langweilige Feiern. Naja, solange es was zum Saufen gibt, ne? Oh. Komm schon. Ja, geh vor zum Festsaal. Also, du besuchst noch Momodia. Wir gehen schon mal zum Festsaal. Vielleicht ist ja schon jemand da. Bis später. Prioritäten sind gesetzt. Ich war ja schön saufen können. Warum nicht? Ja, ist so. Schöne Grüße an Momodi. Sag ihr, dass ich nach der Feier mal vorbeischaue, ja? Warum muss ich eigentlich immer die Drecksarbeit erledigen, ey? Ich will aufsaufen. Gib mir einen Wein. Kommt schon. Das ist doch nicht fair. Also, die dürfen da schon hin? So, wie heißt das Ding da? Genau, renn vorbei.
Weißt du, und wenn ich wieder da bin, gibt's keinen Wein mehr. Es ist schwer, mir noch vor, weißt du, wie toll der Wein da ist, ja? Nee, woher? Ich war noch nicht auf so einer Feier. Oh, dicke Katze. Oh. Hallo, dicke Katze. Was? Wie? Hat hier jemand dicke Katze gesagt? Hallöchen. Ja. 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 Oh. Ich sag ja, bevor ich zum Saufen komme, ne? Was wäre jetzt eigentlich, wenn unser Charakter auf der Feier aufs Klo müsste und es nur da ein Klo gibt und wir die ganze Zeit aufhalten müssten? Was würden die dann sagen? Hier ist niemand zu sehen, ja. Gäste. Weiter am Treffpunkt warten. Ach ja. So, und gleich kommt ein Zug und wir sind da reingesogen und dann sind wir tot. Ja, schau nicht auf. Da fällt ein Glänzen am Boden auf. Fällt dir jetzt erst auf? Ganz anders. Mir ist vor kurzem aufgefallen, dass Totengräber wohl der frustrierendste Job während einer Zombie-Apokalypse ist. Die ganze Wiederholung zunichte gemacht. Ja, das stimmt. In der Hoffnung, dass niemals eine Zombie-Apokalypse passieren wird. Zumindest nicht zu meinen Lebzeiten. Ich glaube, ich würde dann tatsächlich am Herzinfarkt sterben. Weißt du, dass sie nicht draußen. Dass sie dich hier draußen treffen will? Gesehen habe ich sie jedenfalls nicht. Ich sage dir Bescheid, falls ich sie treffe. Ich bin ja noch länger hier auf Patrouille. Du weißt ja, wegen der Siegesfeier und alles in erhöhten Alarmbereitschaft. Aber die Aufregung wird bald vorbei sein. Du solltest wohl auch langsam in die Stadt zurück, oder? Die Siegesfeier beginnt ja bald. Das ist gut, dass du bei so einem großen Ereignis dabei sein kannst. Heb mir noch ein paar Leckerbissen vom Festessen auf hier. Ja, ja. Das heißt, ich bin jetzt einfach hier mal so zum Live. Der verbirgt doch was. Du verbirgst doch was. Du verbirgst doch was. Leider. Jetzt muss ich in Deutschland, bitte. Ich habe nicht. Weiß nämlich nicht, woher ich hier Schrotflinte bekommen würde. Irgendwo einbrechen? Oh. Vergib mir, Osasaka. Das Haus derer von Ul ist nur noch ein Schatten seiner selbst, fast gänzlich versunken im Wüstensand. Es verschwinde besser völlig, bevor es Ul da noch mit in die Tiefe reißt. Vergebt mir, doch ich weiß mir sonst nicht zu helfen. So, dann wieder zurück. Die kommt jetzt in Massen. Schön. Wirklich schön. Wie viele Quests sind es noch ungefähr? Ich weiß, das frage ich verdammt oft. Ich will nur meine Chance ungefähr wissen, dass ich es heute noch schaffe. Oh Gott. Wow, jetzt habe ich die Karte weggeschoben. Komm, denn. Den Weg rennen wir kurz. Ich warte.
27. Das ist aber nicht ein Scherz. Weil dann streike ich. Es tut mir in der Seele weh, dass ich dir solchen Kummer bereite. Aber nicht doch. Ihr tut das Richtige für Uldar, eure Hoheit. Belastet euch nicht mit dem Schicksal einer einfachen Dienerin. Wenn ihr bereit seid, werde ich nun die Kriegerin des Lichts hereinführen. Ich dachte, dass er endet wie immer die zwei gerutscht. Abrit? Es ist gemein. Ich danke dir. Ich hätte vorher aufs Klo gehen sollen. Das kann ich gut. So, wo ist der Wein? Mhm. 80. Es herrscht eine ausgelassene Stimmung, nicht wahr? Und das aus gutem Grund. Gemeinsame Siege schweißen zusammen. Mitunter sogar verbitterte Feinde. Du hast uns einem geeinten Eorzea einen Schritt näher gebracht. Du solltest stolz auf dich sein. Wo ist eigentlich seine Schwester abgeblieben? Stell doch dein eigenes Licht nicht so unter den Scheffel, Minfilia. Ohne die Bemühungen des Bundes wäre Großmeister Emmerich nie ein solch enger Vertrauter von uns geworden. Wenn er seine Landsleute davon überzeugen kann, der Allianz wieder beizutreten, werden wir alle davon profitieren. Sowohl militärisch als auch wirtschaftlich. Kaias Lieblingswort, profitieren. Wir sind kurz davor, das Tor zu einer neuen Ära des Friedens und Wohlstands aufzustoßen. Jetzt müssen nur noch die Querelen im Grenzland ein Ende finden. Doch ich glaube fest daran, dass wir in nicht allzu ferner Zukunft eine gemeinsame Lösung finden werden. Mit der Hilfe unserer Kriegerin des Lichts natürlich. Sag, wo ist die eigentlich? Och, ich erledige irgendwelche Botengänge für euch. Ich sehe sie in einer Zeitquest unterwegs. Oh Gott. Sie sollte jeden Moment hier sein. Bitte sag mir nicht, dass ich die machen muss, bevor ich das die Hauptstory weitermachen kann. Ernst. Dann schreie ich. Dann renne ich aus dem Raum. Dann seht ihr nur eine Staubwolke von mir. So, gut. Dann werde ich gleich mal ganz kurz aufs Klo gehen. Wer weiß, wenn die komische Szene da kommt. Kann ich nämlich in aller Ruhe aufs Klo. Ja, dann gehe ich einmal ganz kurz. Und dann bin ich gleich.